Morgen! So, Block Nummer 2 dieses Jahr. Ich bin sehr sparsam in diesem Jahr. Ich weiß. Aber was soll man machen? Kein Material. Keine Vlogs. Ich bin nur am Computer. Ich sitze eigentlich nur permanent hier in diesem wunderschönen Stuhl, den ich mir, wie gesagt, selbst zurechtgepolstert habe und bin sehr glücklich damit. Ja, und natürlich, es ist eine hohe Belastung, da unten noch zu wissen, da sind noch 50, nicht mal, also 45 Stühle, die ich noch irgendwie verwursten muss. Aber zur Not, mir ist es scheißegal. Ich habe meine beiden Stühle, ja, und der Rest ist mir eigentlich Schnuppe. Und der kann dann auch gerne weg oder so und interessiert mich ja nicht. Ein Abnehmer finde ich allemal dafür. Vor März müssen die halt noch raus, das ist Fakt. Vielleicht lassen wir noch 6, 7, 8 Stühle da oder so. Dann haben wir gleich das Jahr über was Geiles zum Sitzen, ja, auch im Laden. Die müssen ja nicht mal bezogen werden, denn die Dinger, die sind dann einfach so, wie sie sind im Laden. Total genial. Bequem sind sie allemal. Gut, so viel dazu. Ich möchte noch sagen, wollte ich noch was sagen? Lass uns mal überraschen, was ich heute mache. Ich habe eine totale Rarität hier ausgegraben. Wieder. Also ich habe ja sowieso geniale Sachen hier irgendwie am Start, die jetzt ja schon mittlerweile dieses Jahr über rumlagen, das letzte Jahr über, um die ich mich jetzt kümmern muss. Ah, ich habe ja halt richtig geile. Hoffe ich. Man weiß es ja nicht. Ist alles so schwierig bei mir. Bei den Sachen, die ich habe, ist das alles furchtbar. Also ich habe hier nämlich einen Tonträger. Und zwar ist das eine Schneideplatte, eine Silberschneideplatte, und das ist ein Mitschnitt. Vermutlich, wenn es drauf steht, vermutlich ein Radiomitschnitt, der allerdings in keinem Archiv mehr existiert. Vermutlich, wir müssen es rausfinden. Irgendwie, ich weiß aber nicht wie, weil die Platte ist schon stark beschädigt. Die ist beschriftet mit Hitler 30.01.33. Nun, 30.01.33 war die Ernennung. Ne? Und vom 30.01.33 sind keine Tonaufnahmen bekannt, außer dieser Fackelmarsch oder sowas. Ja, also das, was ich gefunden habe, sozusagen in den Archiven oder so. Ich bin super gespannt, was da drauf ist. Irgendjemand hat damals dieses Ding mitgeschnitten. Das größte Problem, was ich dabei habe, ist, dass die Platte so aussieht. Seht ihr hier die ganz kleinen feinen Risse da drin? Das ist die Beschichtung. Denn die Platte hat einen Aluminiumkern. Dieser Aluminiumkern wird beschichtet. Nochmal. Und diese Beschichtung trägt sozusagen den Da ist die Aufzeichnung drauf, der Ton. Und wenn die Beschichtung abplatzt, sprich, ich hau das Ding jetzt einfach auf den Grammophon und ziehe da fett die Nadel durch mit der Punktbelastung, dann splittert das natürlich alles weg. Deswegen kann ich das nicht machen. Deswegen weiß ich jetzt auch noch nicht, was da drauf ist. Ich traue mich ja nicht. Ich weiß nicht, wem ich das in die Hand geben soll zum Angucken oder so, wem ich da vertrauen kann. Ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade einen Aufsatz gefunden gehabt von einer Dame, die hat ihren Bachelor gemacht in Restauration von genau diesen Platten. Mit der werde ich mich wahrscheinlich kurz schließen. Das wird aber auch eine Sache, die dauert 1-2 Jahre. Scheißegal. So eine Sachen sind da drauf. Und da habe ich hier, sind noch mehr Platten. Das ist ja schlimmer. Jetzt sind ja noch viel mehr Platten. Hier ist noch einer. Und da will ich natürlich jetzt bei allen wissen, was drauf ist. Hier steht zum Beispiel auch mal drauf. Papen. Aber keine Ahnung, ich wüsste nicht. Oh, Hilfe. Und wenn das eben so ein Mitschnitt ist, dann ist das ein einmaliges historisches Zeitdokument. Und das ist natürlich der Hammer. Und ich freue mich ja immer über sowas. Also ich habe ja schon viele Sachen in Archive geben können. Ja, also viele Sachen. Vom Bild, über Fotografien, über Schriftstücke, über Dokumente, alles wieder ins richtige Archiv gebracht. Und das hier, das wäre der Oberhammer. Und das sowas bringt dann so ja noch ein bisschen Geld. Also ein bisschen Geld. Das ist ja unveröffentlicht. Das ist genial. Ich finde sowas gut, wenn sowas dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Aufgenommen 28.02. mit 33.
28.02.33 ist der Tag des Reichstagsbrandes übrigens, ne? Und da sind hier ein paar dieser Platten. Und ich bin sehr gespannt, was darauf ist. Na, die kann ich ja hier zur Not noch abspielen. Ich bin echt gespannt. Das sind alle Selbstschneideplatten. Also muss damals irgendjemand... Ich habe das mal mit irgendwann mit irgendeinem Post mitgekauft. Da lag das einfach auch mit oben drauf. So eine, diese olle Platte. Mit diesen ganzen Platten drin. Wahrscheinlich noch nicht mal, war noch nie mal gecheckt, irgendwie, dass da sowas drin ist. Und ich bin super gespannt, was da drauf ist. Das ist genau das, was diesen Job ausmacht. Und mich so freut, jedes Mal sowas zu entdecken. So geil, sowas geniales. Und das kommt jetzt alles raus. Also ich suche mir natürlich jetzt auch diese Feinheiten raus jetzt, muss ich dazu sagen. Ja, ich habe ja ein Haufen Zeug oder so bekommen über das Jahr. Und über das letzte Jahr und so. Letztes Jahr, da hatte ich ja nicht so viel Zeit damit da. Und ich suche mir natürlich jetzt diese absoluten Spitzen raus oder so, dass ich mich nur darum kümmere. Oder zumindest anfange mal zu kümmern. Ne? Genau, das ist ja auch das, was Spaß macht. Bei diesem anderen Kram oder so, da kriegt ihr ja tausend Sachen, was weiß ich, irgendeine Porzellangeschichte oder so. Das ist ja schnell recherchiert. Da kann man ja schnell nachgucken, da weiß man, das war. Aber bei diesen Sachen. Und dennoch, die sich nicht mal abspielen lassen, weil sie eben so zerfallgefährdet sind. Das ist man so aufgeregt, ja. Man möchte ja zum ersten Mal selber diesen Ton hören sozusagen oder dies oder das oder jenes. Genial. Finde ich einfach genial. So, dann habe ich heute noch eine Aufgabe, weil ich habe noch was anderes, ein anderes Projekt. Ich habe noch so eine Kunstmappe halt noch da. Die wurde zur Galerieeröffnung am Moritzplatz. Galerie am Moritzplatz wurde die rausgegeben. 15 Mal existiert die. Die ist jeweils mit Originalarbeiten, der darin, also dieser Gruppe, die dort sich niedergelassen hat in der Galerie, bestückt. Die existiert 15 Mal, sind 12 Künstler gewesen, die da mitgewirkt haben, und ich habe von 11 dieser Künstler jeweils eine Originalarbeit da drin. Zu den Künstlern gehörte auch Karl Horst Hödicke, oder gehört Till, ja, oh. Und der gute Mann lebt ja noch. Nun hat er eigentlich, war er eigentlich Maler. Er hat gemalt. Und da ist eine Arbeit drin, das ist eine Schnur. Da ist einfach eine Schnur drin mit einem Etikett dran. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, rausfinden, was das damals auf sich hat. Um das rauszufinden, muss ich persönlich mit ihm in Kontakt treten. Um das zu tun, ist ein bisschen schwierig auch, gerade jetzt wegen Corona sowieso. Er ist ja auch schon sehr alt. Ich glaube, der ist 39 oder 38 geboren, weiß ich jetzt ja nicht. Und man muss die Chance nutzen. Ich würde gerne ihn dazu persönlich befragen. Dazu muss ich die Adresse rausfinden. Jetzt habe ich herausgefunden, dass er sein Atelier in Berlin hat hier. Und da würde ich jetzt gerne mal hinfahren, würde mir die genau gucken, ob das genau an die Adresse, die Hausnummer weiß ich nicht, ich weiß nur die Straße. Und dann würde ich da gerne ihm einen Brief hinschreiben. Ganz einfach. So, reicht mir auch. Postalische Antwort würde mir erreichen. Weil ich würde gerne wissen, was der damit auf sich hat. Das ist schon interessant. Ich meine, wie kann man, weißt du, da hat jeder Künstler irgendwie so sein, hat von sich irgendeine Arbeit, die irgendwas Typisches von sich. Bei allen anderen stimmt's auch. Und bei ihm, der hat sich wahrscheinlich gedacht, was ist das? Wir trinken jetzt hier gerade so da, so nach dem Motto, so sieht das aus. Was kann ich denn jetzt dazu geben? So, ach, nehme ich hier ein Stück Schnur, schneide durch, hau das da drin, mache ein Etikett dran, fertig aus. So, das würde mich einfach nur gerne interessieren. Was hat sich der gute Mann dabei gedacht? Oder so, oder warum ist das so entstanden? Oder vielleicht hat es ja auch eine Bedeutung. Nicht den Faden verlieren oder immer schön bei der Schnur bleiben. Nee, wie sagt man? Na, irgendwie so. Ja, und das beginne ich heute auch. Das ist aber auch eine Sache, die sich ein bisschen länger hinzieht. Vermutlich, also wie gesagt, ich werde heute, hatte ich eigentlich vor, dorthin zu gehen und mal zu gucken, oder das Hausnummer und so weiter, gucken, ist überhaupt noch der Name dran. Und dann würde ich ja gerne einen Brief schreiben. So ist das. Gut, das steht für heute an. Jetzt gibt es gleich Frühstück und dann sehen wir weiter.
bin ich wieder. Ich bin wieder zu Hause. Und ja, arbeite jetzt noch ein bisschen am Computer. Hab heute einen kleinen Spaziergang gemacht, nicht großes. Ja, mal gucken, was morgen so geht. Morgen werde ich wahrscheinlich mal den Brief aufsetzen, schreiben. Lass mal alles, wie gesagt, sehr ruhig angehen gerade. Schau mal, kriegen wir schon alles hin. Ich meine, das ist ja noch nicht so spät, aber irgendwie, ich muss mich auch noch ein bisschen um die Kiddies kümmern und so. Und deswegen, ja, kriegen wir schon hin. Also, bis gleich morgen.